Pass auf, Peter! Alles in Ordnung? Dir ist ein Reifen geplatzt? Baby. Oh nein! Wie willst du jetzt die Post austeilen? Supertruck soll dir helfen? Das ist eine großartige Idee. Hey, Jeremy! Kannst du Supertruck rufen? Peter ist ein Reifen geplatzt und er braucht Hilfe beim Postverteilen. Hey, Carl, wartest du auf etwas? Oh, du wartest auf einen neuen Hut, der mit der Post kommen sollte? Oh, das ist richtig. Peter, das Postauto, braucht Hilfe beim Briefeverteilen. Kannst du helfen? Welche Verwandlung würde Peter helfen? Oh, ist das eine neue Verwandlung? Ein Postlastwagen? Cool, da freue ich mich schon drauf. Wow, du siehst auf jeden Fall aus wie ein super Postlastwagen. Auf geht's, helfen wir Peter. Hallo Peter, Supertruck ist hier, um dir zu helfen, die Post pünktlich auszuteilen. Erstmal brauchst du einen neuen Reifen. Alles klar, kann's wieder weitergehen? Supertruck hilft dir, die Päckchen auszutragen. Peter wird die Post austragen und du auch. Wo musst du als erstes hin, Carl? Alles klar, auf geht's. Wow, Carl, du darfst nicht anhalten. Du hast eine Menge Post zu verteilen. Wohin jetzt, Carl? Mama. Alles fertig, Peter?
Wie ist es mit dir, Supertruck? Ein Päckchen hast du noch? Aber du weißt nicht, wohin es geliefert werden soll? Schauen wir mal aufs GPS. Es zeigt nicht, wo du hin sollst. Das Päckchen ist für Karl. Ich bin sicher, Supertruck kann es ihm liefern. Bis zum nächsten Mal, Peter. Tschüss, Karl. Vielen Dank. Aufgepasst, Klein Francis. Klein Pickle ist im Anmarsch. Wow, was ein Schuss. Oh oh. War das euer einziger Ball? Ist schon okay, Klein Charlie. Wir finden schon eine Lösung. Hast du das Feuerwerk gesehen, Karl? Du weißt, was du zu tun hast. Wow, das ist fantastisch. Supertruck, du siehst aus wie ein Hebebühnenfahrzeug. Der Ball von den Kleinen hängt oben auf einem Dach fest. Kannst du ihn runterholen? Supertruck ist hier, um zu helfen. Der Ball ist da oben. Wenn Supertruck dich hochhebt, kannst du dann nachsehen, was da oben los ist, Klein Francis? Und los geht's, Klein Francis. Da ist er ja. Gut gemacht. Du willst deinen Ball selbst herunterholen? Dann mal rein mit dir, Klein Charlie. Hol dir deinen Ball zurück. Verdammt cool, was? Ach du liebe Güte, keine Sorge, Klein Charlie. Du kannst es noch einmal probieren.
super. Ihr habt toll zusammengearbeitet. Supertruck, hast du Lust auf eine Runde Fußball? Wow, was ein Schuss! Hey, wo will Supertruck denn hin? Und Supertruck ist mal wieder der Held des Tages. Tschüss, ihr Kleinen. Viel Spaß. Es ist Nacht in Car City und es scheint so, als würden alle schlafen. Wow, das war knapp, Pickle. Was ist denn hier los? Du willst los und es herausfinden? Sei bloß vorsichtig. Es ist Dane, der Abrisskran. Und es scheint so, als würde er Car City abreißen. Du meinst, er schlafwandelt? Du hast recht. Er hat immer noch seine Schlafmütze auf. Vielleicht sollten wir ihn aufwecken. Lauter, Pickle. Ach du liebe Güte, um ihn aufzuwecken, brauchen wir wesentlich lautere Geräusche. Du hast recht, das ist eine Aufgabe für Supertruck. Carl, schau aus dem Fenster. Pickle braucht Supertrucks Hilfe. Dane schlafwandelt und er reißt Car City ab. Und ihre Hupe ist nicht laut genug, um ihn zu wecken. Es ist an der Zeit, sich zu verwandeln. Du wirst etwas richtig Lautes brauchen. Ein Sirenentruck. Fantastisch. Also das ist mal laut. Dane kann dabei unmöglich weiterschlafen. Da ist er, Supertruck. Unglaublich! Er schläft immer noch. Dreh die Lautstärke hoch, Supertruck. Lauter! Lauter! Thank you.
Du hast es geschafft, Supertruck. Er ist wach. Du hast geschlafwandelt, Dane. Und du hast mit deiner Abrissbirne jede Menge kaputt gemacht. Ach du liebe Güte, es sieht so aus, als hätte Supertruck Sirene auch die Nachbarschaft aufgeweckt. Dane tut es wirklich leid, alle zusammen. Er sagt, er beginnt sofort damit, die Unordnung, die er angerichtet hat, wieder aufzuräumen. Das ist aber nett von dir, Pickle. Ich bin sicher, Dane freut sich über Hilfe. Hervorragende Idee. Supertruck wird mit seinem Lautsprecher ein bisschen Musik spielen. Dann habt ihr noch ein bisschen Spaß beim Aufräumen. Was ist los, Dane? Du, Billy und Ethan, ihr habt den ganzen Tag hart gearbeitet und seid jetzt zu erschöpft, um das letzte Gebäude abzureißen? Na, das ist mal ein Einfall, Billy. Stellt euch vor, wir hätten einen Dinosaurier, der uns alle Gebäude umhaut. Hast du das gehört, Carl? Denkst du gerade, was ich denke? Großartig. Deine Höhle, damit du dich verwandeln kannst. Ich kann's gar nicht erwarten zu sehen, wie du dich in einen Dinosaurier verwandelst. Oh nein! Was passiert da? Wow! Schaut euch das an! Ein riesiger Dinosaurier! Carl, du siehst so aus, als würdest du zu Jurassic World gehören. Kannst du das Gebäude für sie einreißen, Carl? Oh, ihr solltet vielleicht ein kleines bisschen zurückfahren. Das Gebäude wird gleich einstürzen. Carl, das war fantastisch. Was für ein mächtiger Dinosaurier du bist. Du hast das Gebäude umgehauen, als wäre es aus nasser Pappe. Aber du hast eine ganz schöne Unordnung angerichtet. Ich schätze mal, Dinosaurier sind nicht dafür bekannt, dass sie hinterher aufräumen, was? Meinst du, du könntest dem Bautrupp helfen, hier alles sauber und ordentlich zu machen? Gut, dann mal an die Arbeit.
Oh nein, Karl. Deine kurzen T-Rex-Arme sind einfach zu klein, um den Haufen Holz anzuheben. Na, das nenne ich mal seinen Kopf benutzen, Karl. Die Baustelle ist aber sowas von sauber. Kaum zu glauben, dass hier vor kurzem noch ein Gebäude stand. Das habt ihr wirklich toll gemacht mit dem Aufräumen. Wer hätte gedacht, dass man mit einem Dinosaurier so viel Spaß haben kann? Hallo Dane, hallo Ethan. Das ist aber ein großes Gebäude, das abgerissen werden soll. Auf dein Zeichen. Bereit und Schwung. Das Haus hat nicht mal eine Delle, Dane. Willst du es nochmal probieren? Ach, du armer Dane. Das nützt nichts. Das Gebäude ist einfach zu groß. Du hast recht, Ethan. Das ist eine Aufgabe für Supertruck. Dane muss ein Gebäude abreißen, Karl, aber er ist einfach zu klein. Kannst du ihm helfen? In was wirst du dich verwandeln, Karl? Wow, das ist mal eine riesige Abrissbirne, Supertruck. Dann wollen wir das Gebäude mal umhauen. Jetzt siehst du, warum Dane Hilfe braucht, Supertruck. Alle ein Stück zurück, bitte.
Jetzt braucht Supertruck deine Hilfe, Dane. Diese Wand muss auch abgerissen werden und du hast dafür die perfekte Größe. Na, das ging doch super. Seht ihr, jeder ist gut in irgendetwas. Wir erledigen die Aufgabe, wenn wir zusammenarbeiten. Das war ein erfolgreicher Tag. Vielen Dank, Supertruck. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Sam. Wow, da musst du aber eine Menge Schnee räumen diesen Winter. Den Kleinen gefällt's. Hui, das macht so viel Spaß. Klein Katie ist so eine Draufgängerin. Der Schneehaufen ist ziemlich dicht bei den Kleinen am Berg, Sam. Sam? Meinst du wirklich, das ist ein sicherer Platz, um den Schnee aufzuhäufen? Stopp! Fahr nicht darunter, Klein Katie. Nein! Alles okay, Klein Katie? Warte! Du steckst viel zu tief im Schnee, als dass Sam dich retten könnte. Das ist ein Fall für Supertruck. Klein Katie steckt im Schnee fest beim Schlittenhügel, Karl. Kannst du ihr helfen? Das ist großartig. In was wirst du dich heute verwandeln, Karl? Sieht so aus, als wäre hier ein ganz spezielles Winterfahrzeug drin. Skier und Skistöcke. Schneeschuhe auch noch. Das war interessant. Was das wohl war? Fantastisch, Supertruck. Du bist bereit zum Retten. Auf geht's! Keine Sorge, Klein Francis. Supertruck ist hier. Er wird Klein Katie aus dem Schnee holen. Kannst du Klein Katie von hier aus sehen, Supertruck? Großartige Idee, Karl. Damit gewinnen wir an Höhe. Schau, da ist sie. Du wirst die gleiche Rampe fahren, die Klein Katie gefahren hat.
Viel Glück, Supertruck. Wow, fantastisch. Du willst jetzt deine Schneeschuhe benutzen, um Klein Katie herumzugehen? Aber wie willst du sie aus dem Schnee herauskriegen, Supertruck? Na, das war eine Menge Schaufelarbeit heute, Supertruck. Klein Katie, du hast uns ordentlich erschreckt. Aber es sieht so aus, als hättest du Spaß gehabt. Na, das war vielleicht ein Tag, Klein Katie. Also, der Spaß ist noch nicht vorbei. Supertruck hat eine kleine Überraschung für euch alle. Heiße Schokolade. Wie nett. Vielen Dank für die Rettung, Supertruck. Und dass du Klein Katie ein unvergessliches Erlebnis bereitet hast. Prost alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.